Hallo, guten Abend. Und wer hat sich da versteckt? Schon wie von Anfang an? Die Blümchen. Guten Morgen. Unsere dicke Mutter, unsere alte Mutter, unser erster Hase von Anfang an will bei unserer heute abendenden Vorlesung dabei sein. Sie hat sich gemeldet. Ich habe gefragt, wer möchte, und sie war ganz vorne dabei. Das ist auch schon so lange her, gell? Blümchen. Da freut sie sich. Wir haben einen hohen Turm gebaut. Viele Jahre sind vergangen. Die Söhne von Noah hatten eine Menge Kinder. Ihre Kinder wurden groß und haben auch wieder Kinder bekommen. Bald gab es viele Menschen auf der Erde. Noah hatte einen Urenkel, der Nimrod hieß. Er war ein schlechter Mensch, denn er hat Tiere und Menschen gejagt und umgebracht. Umgebracht heißt getötet. Nimrod hat sich selber zum König gemacht, weil er über andere herrschen wollte. Gott hat Nimrod nicht gemocht. Damals haben alle Menschen dieselbe Sprache gesprochen. Nimrod wollte, dass sie alle zusammenbleiben, damit er über sie herrschen konnte. Weißt du, was er deswegen gemacht hat? Er hat ihnen gesagt, dass sie sollen eine Stadt mit einem hohen Turm bauen. Auf dem Bild siehst du, wie sie die Ziegelsteine herstellen. Gott hat sich über diesen Turm nicht gefreut. Er wollte, dass die Menschen auf der ganzen Erde leben, nicht nur an einem Ort. Aber die Leute haben gesagt: Los, wir bauen eine Stadt mit einem Turm, der bis in den Himmel geht, dann sind wir berühmt. Sie wollten also selber berühmt sein, statt Gott zu ehren. Deswegen hat Gott den Bau gestoppt. Weißt du, wie er das gemacht hat? Weißt du's, Blümchen? Nein, wirklich. Er hat die Sprache der Leute verwirrt. Sie haben auf einmal alle verschiedene Sprachen gesprochen. Statt nur eine haben sie ganz viele gesprochen, ganz viele Sprachen. Die Arbeiter konnten sich nicht mehr verstehen. Darum wurde die Stadt Babel oder Babylon genannt. Das bedeutet nämlich Verwirrung. Die Leute gingen dann von Babel weg. Na, liest du vor. Na komm, du darfst lesen, die Mama. Du darfst für die Mama lesen. So, jetzt liest Blümchen. Die Leute gingen dann von Babel weg. Die Gruppen, die dieselbe Sprache gesprochen haben, sind zusammen woanders hingezogen. So war das. Soll mal umblättern, Blümchen. Vielleicht geht's weiter. Guck mal, sie geht runter vom Buch. Ah, da kommt dann der Abraham als nächstes. Eine nächste Geschichte. Das lese man dann das andere Mal. Und dann sage man mal gute Nacht. Von Gott seinen Engeln bewacht. Und am Morgen und am Tag von Gott seinen Engeln bewahrt. Unsere dicke Mutti. Na, willst du noch was sagen? Willst du dann noch was sagen, den Kindlein? Nein? Schlaft schön, gell?